Inflation, Schuldenberge und ein weiter schwindendes Vertrauen in unser Papiergeld. Während das Chaos zunimmt, bleibt Gold nach wie vor stark und erfüllt seine Hauptaufgabe, die Kaufkraft zu schützen. Aber was passiert als nächstes? Alle Hintergründe und was das für dich bedeutet und vor allem, wie du dich langfristig jetzt aufstellen solltest, das Ganze erkläre ich im nächsten Video. Los geht's! Immer mehr Menschen fragen sich zu Recht, was ist mein Geld überhaupt noch wert? Hier geht es nicht nur darum, wie viel Gold in Euro oder in Dollar das Ganze wert ist. Die eigentliche entscheidende Frage lautet, was kannst du dir in Krisenzeiten mit Gold kaufen? Wenn das Vertrauen bricht, und das passiert derzeit weltweit, wird Gold wieder einmal, muss ich sagen, die Kaufkraft schützen. Schauen wir uns zunächst mal an, wer kauft überhaupt Gold? Es sind die Schwellenländer, Indien. Und ja, die meisten BRICS-Staaten bauen ihre Reserven weiterhin aus, während China taktisch agiert und den Markt möglicherweise beeinflusst. Womöglich sollen die Bürger nicht nachahmen, Gold zu kaufen. Aber das kennt man ja auch vom Westen. Und dann sind da noch die Zentralbanken, die Institutionen, die Fiat-Geld per Knopfdruck erzeugen. Sie kaufen selbst immer mehr Gold, weil sie dem eigenen System nicht trauen. Wow! Das ist schon krass, wie ich finde. Und allein im letzten Jahr haben sie die Käufe um 6% erhöht. Und das sollte uns allen zu denken geben. Ist wirklich krass, wenn sie von dem, was sie tun, überzeugt wären und mit ihrem erzeugten Geld aus dem Nichts doch alles andere theoretisch kaufen könnten. Warum aber kaufen sie Gold? Ein weiteres meines Erachtens wichtiges Zeichen, dass der Goldpreis weiter steigen wird, ist die zuletzt angekündigte Zinssenkung der Fed. Sie haben definitiv keine andere Wahl, als die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu schützen. Pest oder Cholera. Jede Zinssenkung treibt natürlich das Schuldenkarussell immer weiter an und schwächt logischerweise und immer auch schneller das Vertrauen in dieses Fiat-Money-System. Und das Kapital verschiebt sich, wie in der Vergangenheit, natürlich in Richtung Sachwerte und da auch immer weiter mehr in Gold. Und die nächsten Zinssenkungen werden diesen Trend meiner Meinung nach nur noch weiter beschleunigen. Gold hat sich fest über der 2.500 Dollar Marke etabliert. Aber das ist meiner Meinung nach erst der Anfang. Wir sehen, seit dem Allzeithoch in 2011 hat sich das Ganze entsprechend nochmal vor knapp 2 Jahren in die Richtung entwickelt. Aber das war nur die Bestätigung des Hochs von 2011. Die Rallye steht meiner Meinung nach noch bevor. Und die Rahmenbedingungen, die sprechen dafür, dass wir bald die 3.000 Dollar Marke erreichen können. Vielleicht schon zum Ende diesen Jahres, was ein erneuter Anstieg von immerhin 20% bedeuten würde. Silber, der kleine Bruder von Gold, hat ebenfalls Widerstandszonen getestet die letzten Wochen und könnte langfristig deutlich, deutlich über die wichtige 30-Dollar-Grenze steigen. Für mich steht fest, die Aussichten sind klar, Edelmetalle werden immer interessanter und bieten vor allem große Chancen und zuletzt die ultimative Absicherung gegen alle Krisen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wann soll ich denn Gold kaufen? Die Antwort ist einfach und klar, wann immer du das Geld hast. Der beste Weg, sich kontinuierlich abzusichern, ist ein Sparplan. Mit einem Sparplan kaufst du regelmäßig Monat für Monat oder sogar zweimal im Monat, wenn du willst. Und dadurch nutzt du natürlich diese ganzen Marktschwankungen zu deinem Vorteil optimal aus und du sicherst dir vor allem einen guten Durchschnittspreis. Das Beste noch bis zum 1. September, also bis Sonntagabend, bieten wir dir eine Sparplan-Option ohne diese Vermittlungsgebühr an. Und diese Gelegenheit solltest du dir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Doch Gold direkt zu besitzen ist natürlich nur ein Teil meiner Strategie. Minenaktien bieten dir eine spannende Hebelwirkung auf den Goldpreis. In den letzten Monaten haben auch Gold- und Silberminen sich sehr, sehr stark entwickelt, aber das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wenn erstmal das große Kapital von den Standardaktien in Minenwerte fließt, dann könnten wir hier auch neue Allzeithochs sehen. Es lohnt sich also hier auch schon frühzeitig noch mit dabei zu sein. Was noch entscheidend ist, die Industriemetalle, die solltest du auf gar keinen Fall vergessen, die sollten auch beigemischt werden. Das ist Rhenium, Germanium beispielsweise, hier haben wir gesehen, in diesem Jahr hatten wir schon beeindruckende
Gewinne verzeichnest. Und wenn du dein Portfolio, wie gesagt, diversifizieren möchtest, dann sind diese Metalle eine sehr sinnvolle Ergänzung. Die Gewinne sind auch hier nach 12 Monaten komplett steuerfrei. Und da diese Metalle später auch an die Industrie, und das ist wichtig, weiterverkauft werden, ist es wichtig, diese direkt dort auch einzulagern, wo auch die Kontakte zur Industrie bestehen. Und um den reibungslosen und natürlich auch schnellen Verkauf zu gewährleisten. Und das ist mir oder mit der wichtigste Bereich, den du hier beim Kauf von Industriemetallen beachten solltest. Die richtige Zertifizierung und die Kontakte zur Industrie. Und um das zu gewährleisten, ja, oder das gewährleisten wir, muss ich sagen, schon die letzten 8 Jahre. Und wir machen das für unsere Mandanten erfolgreich. Wir verkaufen und kaufen neue Metalle. Und jetzt ist der Moment, meiner Meinung nach, hier aktiv zu werden. Bis zum 1. September bieten wir, wie gesagt, hier die vermittlungsfreie Option, den Sparplan zu erhalten. Und du hast hier die Möglichkeit, dir eine ganz grundsolide Basisstrategie Step-by-Step aufzubauen. Was mich natürlich hier immer wieder interessiert, sind eure Kommentare. Seid ihr schon in Gold investiert? Habt ihr beigemischt? Seid ihr nur All-In in Gold oder habt ihr auch diversifiziert in Industriemetalle? Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, weil das ist interessant für die Community. Damit lebt letztendlich die Community. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du da auf jeden Fall einen Mehrwert rausgezogen hast für deine grundlegende Entscheidung, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann hast du die Möglichkeit natürlich auch meinen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, alles Gute, herzliche Grüße, dein Daniel Sauer.